Hallo, 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 hier ist wieder. Nee, Moment nochmal. Brüllöffchen. Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 16. Januar und wir erzählen mal ein bisschen was über den 16. Januar. Wer hat heute Geburtstag? Heute hat eine ganz besondere Person Geburtstag und zwar ist das Fulgencio Batista y Saldivar. Wer ist das denn? Auch bekannt einfach nur als Batista. Batista ist geboren am 16. Januar 1901 in Banes, Kuba und gestorben am 6. August 1973 in Marbella, Spanien. Was ist er? Er war Befehlshaber und Politiker in Kuba und das war der Kollege, der sozusagen von Fidel Castro und Che Guevara und deren Bewegung worden ist. Man kann sagen abgelöst, ja. Man kann sagen vertrieben, man kann sagen ins Exil geschickt und beinahe noch mit einem Tritt in den Hintern. Der Vorgänger? Genau. Ja, okay. So, das wurde 1958, wurde er im Rahmen der kubanischen Revolution wurde er gestürzt. Ja, der hatte Geburtstag am 16. Januar. Am 16. Januar ist auch Edmund Stoiber das erste Mal von der CSU zum Ministerpräsidenten. Ja, den Transrapid, also wenn Sie in München direkt, genau. Also er war Nachfolger von Theo Weigel. Aha. Das ist hier, sehen wir hier, das ist hier. Die Monobraue. Bushi. Ja? Heute nennt man Bushido, früher nennt man Theo Weigel. Bushi ich war das vorher. Bushi du und Bushi ich, genau. Genau. Und der Theo Weigel ist dann 1999, ist am 16. Januar zum Ministerpräsident gewählt worden, war es bis 2007. Mhm. Knall, oder? Ja, Hammer. Ja. Und dann ist er ins Europaparlament abgeschoben worden. Was er da gemacht hat, juckt uns nicht. So, aber da ist noch was passiert. Was denn? Kennst du einen Herrn namens Van Rijn? Nein. Besser bekannt unter seinem Vornamen Rembrandt. Ah. Der Maler, genau. Denn Rembrandt hat am 16. Januar 1632 bei einer Vorlesung des Mediziners Nicolaas Tulp war er mit dabei, war anwesend und hat da beobachtet, wie die Leiche des Straßenräubers Adrians Sohn obduziert wurde. Und das hat ihn dazu bewegt, eben dieses Bild zu malen, was wirklich jeder kennt. Das ist das Bild Die Anatomie des Dr. Tulp. So heißt dieses berühmte Bild von Rembrandt. Gemalt 1632. Und am 16. Januar wurde er dazu inspiriert. Ja, er war, wie gesagt, anwesend bei der Aufschlitzerei. Bei der Aufschlitzerei, genau. Und, aber ein anderer berühmter Mensch hier, Paul McCartney, hier sehen wir ihn leicht angedüdelt, würde ich sagen. Ja? Er sieht glücklich aus. Der wurde 1980, wurde Paul McCartney in Tokio wegen Besitzes von Marihuana 10 Tage, was habe ich gesagt? Marihuana, genau. 10 Tage. Du hast was anderes gesagt. Ich habe was anderes gesagt, aber ich meinte Marihuana. 10 ja? Tage ins Gefängnis gebracht. Ah, ja. Musste er seine Schuld absingen oder einfach nur seinen Rausch ausschlafen? Wie viel hat er denn dabei gehabt? Das weiß ich nicht. Marihuana. Das weiß ich nicht. Man muss ja nicht alles genauso, weißt du? Hat er eine Hanfjacke gehabt und die hat angefangen zu brennen und alle haben gesagt, ah, guck dir den Kiffer an. Oder hat er wirklich richtig Stöffchen dabei gehabt? Das war der 16. Januar. Schnell weiter. Ja, 16. Januar, es ist auch eine Menge passiert. Morgen sehen wir uns wieder, wenn es heißt 17. Januar. Bin ich morgen gar nicht dabei? Ach, du bist auch nicht dabei. Nee, da bin ich nicht dabei. Da habe ich Pause. Wir müssen mal ein bisschen durchmischen hier, ist ja Quark. Da gehe ich meine Hanfjacke anzünden. Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.